Ja, super. Bestes norddeutsches Schmuddelwetter, gefühlte 30 Millimeter, ganz ätzend ins linke rein, aus dem rechten Ohr wieder raus. Na super. Aber trotzdem, herzlich willkommen, dass du wieder da bist. Es soll heute in dem Video darum gehen, was macht man mit dem Hund Sinnvolles, ohne dabei vielleicht zu nass zu werden. Ja, willkommen in meinem Wohnzimmer. Ich zeige dir jetzt ein paar Anregungen, was du mit deinem Hund bei so einem Dreckswetter, was sich jetzt gerade bei uns da vor der Haustür abspielt, in der Wohnung machen kannst. Dafür ist das völlig egal, wie groß oder klein die Wohnung ist. Du brauchst bloß ein bisschen was für den Hund zu suchen. Und für diese Spielidee muss der Hund natürlich gerne apportieren mögen, ne? Ich habe hier ein paar Kumpels mit und damit zeige ich dir gleich was. Ja, für einen Hund, der jetzt vielleicht nicht jetzt einfach so irgendwas apportiert, meinetwegen Stofftier oder Spielzeug, Ball oder so. Aber vielleicht das Futterdummy, dann kann man natürlich auch das benutzen. Was ich nur nicht möchte, das ist, dass man jetzt hergeht und versteckt für den Hund einfach irgendwie Futter, was er dann findet. Natürlich findet er das, weil dafür braucht er keine großartige Nase. Aber dann macht es ja wieder bloß für sich. Das Einzige, was man da dann zusammen macht, ist, dass Herrchen, Frauchen loszieht, irgendwas zu fressen versteckt und der Hund zieht alleine los und findet es alleine und frisst es auch alleine. Und die Idee, die gefällt mir einfach nicht so richtig, weil ich möchte halt dieses gemeinsame Spiel einfach betonen. So, und dabei wäre es natürlich für einen Hund, der jetzt gerne apportiert, ein leichtes, da eine schöne Beschäftigung draus zu basteln. Was ich da eigentlich nur für brauche, ist ein Gegenstand, den der Hund gerne bringen möchte. Ich habe da mal ganz gerne so alte, ausgediente Stofftiere. Dabei Pferdchen, Waschbär, Drache. Drache relativ groß, Waschbär nicht ganz so, Pferdchen relativ klein. Kann man natürlich auch dann, je kleiner das Ding ist, was ich den Hund dann da suchen lasse, auch besser verstecken, weil der passt wirklich überall hin und der Hund muss sich wirklich anstrengen und kann nicht mit einem Blick praktisch, wenn er das Zimmer abscannt, das Ding dann gleich entdecken und es einfach ja, unspektakulär bringen. Was jetzt dann noch die Schwierigkeit für den Hund dann dabei sein wird, das ist, ich lasse ihn zwar sehen, dass ich etwas verstecke, aber er darf mir nicht zugucken, wo ich es verstecke, weil sonst wäre es halt nicht versteckt, ne? So, das hat dann noch den Vorteil, dass der Hund zusätzlich zu seiner ja, Apportaufgabe, die ich ihm ja dann baue, auch noch eine Sequenz dabei hat, wo er einfach mal, wo er auch horchen muss, wo er warten muss, wo er abwarten muss, dass ich sogar auch außer Sicht gehen kann und er darf mir nicht folgen. Das kann man im Haus alles ja, sehr viel, mit sehr viel weniger Schwierigkeit üben, als wenn man das jetzt draußen versucht, weil im Haus ist der Hund halt nicht abgelenkt. Und das bringt den, also Hunde, die jetzt gerne apportieren, es bringt den furchtbaren Spaß. Ich denke, ich kann das jetzt gleich auch schön zeigen. So, aber jetzt noch mal kurz zur Erläuterung. Ich nehme jetzt erstmal etwas, was der Hund gerne bringen würde. Und ich verstecke das jetzt nicht gewaltig bei dem ersten Versuch, sondern ich verlasse einfach diesen Raum und lege das Ding dann gleich total offensichtlich hin, dass der Hund diesen ersten Schritt begreift. Geh mal los und such und dann hast du Erfolg. Weil immer, wenn der Hund was verstehen soll, muss er frühzeitig und wirklich schnell Erfolg haben, damit er das versteht, worauf ich überhaupt hinaus möchte. Sobald er das verstanden hat und wirklich zügig loszieht, um etwas zu suchen, dann kann ich das natürlich auch ein bisschen schwieriger und sollte ich auch ein bisschen schwieriger verstecken, dass der Hund sich auch anstrengen muss. Ne? Bis ich jetzt zum Beispiel sowas, naja, doch viel aufwendigeres wie Zielobjektsuche erklärt habe, das schaffe ich in einem Video nicht und das ist wirklich auch, das ist wirklich spezielle Ausbildung. Deswegen, das taugt, das bringt den Hunden super Spaß und gerade weil sie es ja mitmachen wollen, kann man das wirklich, das kannst du eine halbe Stunde auch spielen mit dem Hund, ne? Besser als jetzt dann da im Regen da draußen durch die Gegend zu schleichen, wo es einem selber als Mensch, wenn man mal ehrlich ist, auch nicht so richtig gefällt. So, ich zeige dir jetzt den ersten Schritt. Ich zeige dir, dass ich was habe. Ich lasse sie da sitzen. Sie kennt das Kommando, bleib schon. Falls du mit deinem Hund damit noch Schwierigkeiten hast, könnte ja vielleicht dein Partner den Hund so lange fixieren, hätte ich fast gesagt. Also einfach mal festhalten. Warte, verlasse ich den Raum. Und versteck das nicht wirklich, sondern ich. Es ist halt bloß nicht im gleichen Raum. Hund musste warten. Prima. Warte. Wenn sie mich anschaut, darf sie los. Hier. Ich habe mal richtig. Ja.
war es ja auch nicht. Ja, fein, hier bringen wir den Drachen. Ja, fein. Super, gut. Fein. So, ist prima. Fein. Also, merkst du auch, wenn mir der Hund was bringt, ich greife nicht zuerst nach dem Ding, was sie da im Maul hat, sondern ich versuche immer, dass ich den Hund zunächst mal in den Arm nehme, damit er merkt, ich will es ihm jetzt nicht gleich wegrapschen, sondern ich freue mich wirklich, dass er mir was gebracht hat. Darum geht es eigentlich. So, dann werden wir mal ein bisschen kleiner. Pferdchen. Ria, Pferdchen, komm hier. Ja. Oh, ist prima. Da sitzt sie. Pferdchen. Rein. Aus. Warte. Das mache ich jetzt schon nicht mehr gar so leicht. Es ist schon noch ein Zimmer weiter. Also sie muss nicht nur den Flur absuchen, sondern auch noch ein Zimmer weiter. Warte. Hier. Schau mal. Okay. Ja, du hast das Pferdchen. Ja, fein. Prima. Gut so. Da immer erstmal einen Hund in den Arm nehmen, vorne vor der Brust, das gefällt denen gut. Und dann irgendwann wie nebenbei dann da hingreifen und auch nicht wegreißen oder sowas, sondern nehmen. Ne? Und wenn, dann eventuell den Kopf, den Hundekopf da lieber von dem Ding trennen. Mein Ria macht da jetzt keine Schwierigkeiten. Ne? So, um das mal zu zeigen, wie der Hund sich eigentlich auch anstrengen muss, um das mit der Nase halt zu finden, wollen wir das jetzt mal hier in diesem Raum verstecken. Und Ria kommt halt dann von außen, vom Flur. Und wir wollen mal versuchen, dass wir filmen können, wie sie das hier in diesem Raum sucht. Okay? So, stecken wir das hier mal hinter. Suchspferdchen. Das ist der Waschbär. Komm. Suchspferdchen. Ja, Suchspferdchen. Prima. Gut so, Ria. Fein. Prima. Gut gemacht. Gut. Jetzt wird das auch noch. Gut. Ja, kommt gleich der Killerinstinkt. Darf's aber nicht. Apport. Halt den. Oh, ist schön. Aus. Fein gemacht. Prima. Gut. Ja, das ist so eine Besonderheit von ihr. Nee, du? Komm her. Prima, das ging ja schnell, du. Jo, fein. Der Waschbär ist doch der Beste, ne? Hüppi, komm her. Nicht immer zum Kameramann. Ja, so ist es. Fein. Gut. Fein. Brav.
ja, das als eine Idee, was man auch bei schlechtem Wetter mit seinem Hund zusammen machen kann, dass man einfach eine nette Zeit zusammen verbringt und ohne Gore-Tex-Klamotten zu benötigen. Ne? Geht auch im Haus, braucht man nicht rausfahren. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du mir dafür natürlich super gerne ein Like geben, würde mich sehr freuen. Wenn du nichts mehr verpassen willst von meinen neuen Videos, dann kannst du auch meinen Kanal einfach abonnieren. Ist keine Kostenfalle, keine Abo-Falle, gar nichts, kostet nichts. Ist einfach nur, dass du nichts verpasst. In diesem Sinne, alles Gute, deine Steffi.